Willkommen bei Maluni TV. Maluni Bestseller. Wir haben einen Salzl 2 Reserve 2014 und einen Salzl Reserve 2015er, 2014er. Absoluter Bestseller. Jetzt ist der 15er im Markt. Was sind die Unterschiede? Ist jetzt gerade neu angekommen, 2015, großer Jahrgang, 2014. Ein schwieriger Jahrgang, wo der Winzer hat viel arbeiten müssen, um eine tolle Qualität zu bekommen. Und wir wollen uns einfach mal kurz die Unterschiede zeigen, weil viele kennen den 2014er vielleicht und sind natürlich gespannt, was 2015 bringt. Erstmal in der Farbe sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Mhm. 2015 halt das volle, saftige Jahr mit einer schönen violetten Tönung. 2014 natürlich ein Jahr reifer, auch deswegen schon etwas heller, etwas bräunlicher von der Farbe, aber vermutlich eben auch vom Lesegut her nicht ganz so perfekt wie 2015. Ja, kann gar nicht, ja. 2014 mit sehr schöner Holznote, Vanille. Mhm. Auch hier merkt man schon vom Geruch her, dass der 15er einfach Schmackes hat. Mhm. Ja, das ist einfach viel dunkelbeeriger, viel saftiger schon vom Geruch her. Ja. Das ist einfach nochmal kleiner Turbo drin. Ja, viel Kraft von innen. Kleiner Turbo ist gut gefällig für einen 15er. Absolut. Muss man sagen. Sind ja eh Weine, die sofort nach der Füllung wirklich toll schmecken. Das macht auch den Riesenerfolg dieses Weines aus. Dass er eben zu jedem Zeitpunkt toll schmeckt. Das ist Bedarf keiner großen Pflege, keiner langen Dekantierzeit. Aufmachen, Spaß haben. Du hast eine Überraschung. Da haben sich die Preise erhöht beim 15er. Was geben wir unseren geschätzten Wir bieten bis zum 20. März den 15er trotz Preiserhöhung zum gleichen Preis noch an wie den 2014er. Sie sind 9,29 oder? Bei der 12er Kiste ansonsten 9,49 für die Mengen unter 12 Flaschen. Und wir wünschen viel Spaß damit. Viel Wein für wenig Geld. Bis dann, meine Lieben. Ciao.